Jo Leute, was geht ab? Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Train Sim World 4. Heute befinden wir uns auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr, der Strecke vom Duisburger Hauptbahnhof in Richtung Bochum Hauptbahnhof, und stehen hier gerade in Bochum im schönen Ruhrgebiet mit unserer S1 mit rund 12 Minuten Verspätung. Deswegen stehen wir hier auch auf Gleis 6 abweichend anstatt auf Gleis 7. Die S1 in Richtung Solingen, die rechts neben uns steht, hat eine hohe Verspätung gehabt. Deswegen hat die hier am Bahnhof geendet und dürfte dann auch die verlorene Zeit oder die Verspätung rausgefahren haben. Die hat nämlich 4 Minuten nach uns Verspätung. Deswegen mussten wir hier auch abweichend von Gleis 6 abfahren. So, dann steigen wir mal ein. Die Türen haben wir gerade aufgemacht. Die ganzen Fahrgäste der S1 drüben sind jetzt zu uns rübergelaufen. Da sind wir auch schon abfahrbereit. Wir müssen noch mal kurz die Türen aufmachen, weil ich was vergessen habe. Eine Durchsage für die Fahrgäste. Jetzt bin ich irgendwie verwirrt von mir selber. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie folgenden Hinweis. Aufgrund unserer hohen Verspätung und aufgrund eines blockierten Gleis sind wir in Bochum Hauptbahnhof vom abweichenden Gleis 6 abgefahren. Aufgrund dieser Abweichung wird der Halt in Bochum Ehrenfeld ausfallen. Hier auch nochmal den Hinweis. Aufgrund einer Abweichung, aufgrund eines blockierten Gleises wird dieser Zug heute ohne Halt in Bochum Ehrenfeld passieren. Ich bitte um Entschuldigung. So, jetzt haben wir hier, also die eigentliche Abfahrtzeit wäre um 14.03 Uhr gewesen, fahren hier jetzt um 14.15 Uhr ab. Wer rechnen kann, weiß, dass wir 12 Minuten Verspätung haben. Ich weiß nicht, ob ich mich befreien soll. Weil das ist ja theoretisch das PZB-Startprogramm. So. Dann bleiben wir aber trotzdem. Aha, der Kollege hat jetzt auch Fahrt bekommen. Dann bleiben wir aber trotzdem mal hier unter der 40. Nicht, dass wir gezwangsbremst werden. Ja. Wir haben hier Ausfahrt mit 50 und 60 Kilometer die Stunde zu erwarten. Deswegen, ich verstehe das nicht. Warum bin ich hier noch im Programm drin, ne? Weil theoretisch könnte ich mich aus dem Startprogramm befreien. So, jetzt haben wir 85. Und könnte dann das Signal bestätigen und wäre dann in der 85er Überwachung. Aber wie auch immer, es ist halt typisch DSW. Ja, wir haben die Weiche verlassen. Das heißt, wir können jetzt auch auf die 70 hoch. Weil hier ist Streckengeschwindigkeit und Streckengeschwindigkeit ist hier 120 Stunden. Kilometer die Stunde. Hier bestätigen wir nochmal den Wiederholer für die 60. Übrigens, das ist ein ZS3 mit Kennziffer 6. Für die Leute, die die Folge der RB26 mitgeguckt haben, wissen ganz genau, was ich jetzt gerade meine. Ja, aufgrund der Umleitung ist er halt in Bochum Ehrenfeld ausgefallen. Und dann, ja gut, 2 Minuten später hält hier auch eine S-Bahn. Oder wenn nicht sogar 1 Minute später. Deswegen ist das, denke ich mal, kein Problem. Wir müssen nur hier achten, dass wir die 60 halten. Ich persönlich komme nicht aus dem Ruhrgebiet. Ihr wisst ja, woher ich komme. Aus dem Umfang Köln, Düsseldorf, wie auch immer. Nur fährt bei mir in der Nähe die S6 und die kommt sogar auch bis zum Essener Hauptbahnhof. Und
Die S6 ist eigentlich relativ zuverlässig, aber auch mal gibt es Probleme im Bereich Essen und etc. Da wird die S6 sogar großräumig umgeleitet über Düsseldorf Flughafen und Duisburg. Oder auch die S6 endet vorzeitig in Düsseldorf Rath Mitte oder Düsseldorf Wehrhahn. Das ist eine Station nach dem Düsseldorfer Hauptbahnhof für die Leute, die sich da nicht auskennen. Ja, also ist schon relativ viel los auf dem Ruhrgebiet. Und so ist das auch bei der S1. Die S1, ja gut. Ja, kann man auch sagen, da könnte ich theoretisch auch sagen, die fährt bei mir in der Nähe. Aber nee, die S1 habe ich auch öfters genutzt, um nach Düsseldorf zu kommen von Solingen. Die S1 ist meiner Meinung nach einer der unzuverlässigsten S-Bahn-Linien. Wobei ich sie, sag mal, also grundsätzlich zu Abendstunden um 20 Uhr, 21 Uhr Düsseldorf, wenn man da einen schönen Samstag verbracht hat, dann ist die S1 auch eigentlich immer gut in der Zeit gewesen. Nur kann ich das super verstehen, wenn jetzt Hauptverkehrszeit ist wie 14 Uhr bis 15 Uhr oder auch morgens in der Dämmerung oder generell Dämmerungsbereiche, muss nicht zwingend morgens sein, kann auch abends sein. Ja, da ist die S1 auf jeden Fall überlastet. Die fährt ja auch teilweise hier im 15-Minuten-Takt. Deswegen wollte ich das auch euch erstmal zeigen. Oder grundsätzlich überhaupt mal zeigen, weil der DTG bei Dofter Games natürlich mal wieder so inkompetent ist, um hier einen Kurzläufer S1 Umlauf einzufügen. Warte, da muss ich mich kurz konzentrieren. Wie auch immer, ich verfolge den Kurzläufer oder die S1 in letzter Zeit relativ häufig, dadurch auch, weil ich hier das öfters privat spiele, genau diesen Kurzläufer. Und ja, dadurch verfolge ich das Ganze und der ist halt wirklich, da ist irgendwie immer was los. Entweder ist das ja die S1 in Richtung Solingen, die fällt aus, dann ist die S1 in Richtung, also der Kurzläufer überfüllt und alles. Dann gehen die Türen mal separat zu. Ja, da ist der Kursläufer überfüllt, fährt dann noch als Kurzzug. Und das sind halt so Dinge, die in Realität halt irgendwie das S-Bahn-Leben ausmachen im Ruhrgebiet. Nicht, dass es schön wäre, aber es ist halt doch irgendwo, also für mich, für andere sehr wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, Leute, die von der Arbeit kommen oder so, die denken sich, ey, ich will nur nach Hause. What the fuck? So, und dann kommt ein Kurzläuferzug, der vorherige ist ausgefallen. Und natürlich sagt man dann erstmal Deutsche Bahn, dies und das. Aber man muss auch verstehen, ja, wir schicken, also ich sage immer wir, die Deutsche Bahn schickt ja auch, oder generell ein Eisenbahnverkehrsunternehmen schickt ja keine Fahrzeuge auf die Strecke, die irgendwie gestört sind oder so. Ja gut, dann kommt der Zug halt drei Stationen vorwärts und hat da eine Türstörung oder etc. Ist ja auch nicht irgendwo, ist ja auch irgendwo scheiße. Ja, wie auch immer, auf der Strecke ist halt ultra viel los. Und ich feiere die S1 generell richtig krass. Ja. Dann treffen wir oder beziehungsweise zweigen wir gleich auf die Strecke der S3. Erstmal. Da wo auch erstmal bis dahin unsere Strecke auch erstmal gestellt ist. Essen-Stehle Ost. Da kommt die S2 aus Richtung Hattingen und fährt dann in Richtung Oberhausen oder auch die S3 aus Oberhausen zweigt da in Richtung Hattingen ab. Kann man sagen, wie man möchte. Beides ist richtig. Und ja, mal sehen. Wir haben jetzt eine Verspätung. Ich denke mal, vor uns sollte die S3 jetzt sein. Müssen wir mal gucken. Ja, wir erreichen dann Essen-Eilberg in wenigen Minuten. Wir gucken mal, was unsere Verspätung so sagt. Essen-Eilberg hätten wir um 14:11 Uhr ankommen sollen und um 14:12 Uhr abfahren sollen. Ja. Ich gucke mal gleich nochmal auf dem Tacho, wie viel Verspätung wir eigentlich ab Bochum hatten. Dann bremsen wir mal ein. Weil wir müssen ein bisschen
rasanter bremsen, damit wir die Verspätung auch gut rausfahren können. Nächste Station, Essen-Eiberg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Na, das war ein bisschen spät gebremst. Dann um 12 nach sind wir abgefahren. Ich glaube nicht pünktlich um 12, sondern um 14. 14 heißt 11 Minuten Verspätung. Ja, Essen-Eiberg 24 Abfahrtzeit. Das heißt, wir haben jetzt 12 Minuten Verspätung. Komischerweise. Verstehe ich nicht. Aber ich denke mal, wir sind um 15 abgefahren. Ihr könnt ja nochmal zurückspielen und nachgucken. Ich glaube aber, ich bin mir sicher, entweder wir haben die Verspätung gehalten oder haben die rausgefallen. Allein weil wir den halt in Ehrenfeld ausgesetzt haben, kann es nicht sein, dass wir Verspätung reingefahren haben. Und vor allem ist das hier gerade auch ein Stop and Go. Uiuiui. Da lassen wir unsere Fahrgäste einfach im Dunkeln. Wie gemein. Nächste Station, Essen-Stehle-Ost. Richtung Hattingen, bitte in die Linie S3 umsteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, dann fahren wir jetzt auf dem HP0 auf. S3 ist anscheinend auch nicht in der Nähe. Komischerweise. Da bremsen wir mal dementsprechend, wie wir auf ein 500er auch auffahren würden. So, gucken wir mal, wo der andere S1er ist. Ach, der kommt gleich in Eilberg an. Ich muss gerade gucken, wie viel Uhr haben wir denn erstmal? 25, ja, okay, wir haben noch Zeit, um in die Abstellung zu fahren. Demnach würde ich jetzt erstmal sagen, wir fahren in die Abstellung. Ich muss auch testen, ob die oder nachschauen, ob die Strecke auch richtig gestellt ist. Okay. Uns darf hier kein RE oder sowas erwarten. RB und wie heißt er denn nochmal? RB33, der da dort wendet. Sonst müssen wir das nochmal umstellen. So, dann gehen wir mal Hebel on the Table. Also ich kann das irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Ich muss erstmal meine Bremse vom Zug lockern, so dass ich mich wohlfühle. Und auch vom Fahrgastkomfort her möchte ich es so angenehm wie möglich gestalten. Und das geht halt nicht mit Table on the Table. So. Wir reichen dann Essen-Stiele-Ost. Nächste Station. Essen-Stiele. Richtung Wuppertal. Bitte in die Linien S9 oder RE49 umsteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das war sehr wahrscheinlich falsch. Ich glaube, der RE49 endet sogar hier im Bahnhof. Der fiel mir nur gerade ein. Mal gucken, wie lange wir gebraucht haben.
Okay, wir haben eine Minute von Station zu Station gebraucht. So, 16 haben wir hier Ankunftszeit. Ja, wir haben immer noch die 12 Minuten Verspätung drin. Daran merkt man auch, wie strikt dieser Fahrplan ist. Ich kann mir sogar denken, dass das dass in Realität mehr los ist als hier jetzt im Spiel. Ich kann mir es nicht nur denken, ich weiß es. Alter, das ist schon maximal das Ultimatum an Zeitplanenge oder Fahrplanenge, besser gesagt. So, eigentlich würde ich, also ich sehe da keinen Sinn, jetzt in 10 Minuten in Abstellung reinzufahren und dann wieder rauszufahren, weil wir müssen in Essen Hauptbahnhof wieder um 40 abfahren. Aber gerade weil ich euch das auch zeigen möchte, dass es da ein Betriebswerk gibt und was auch möglich ist, dass die S-Bahn da reinfährt, wenn die pünktlich ist. Ansonsten wird die direkt auf Gleis 10 geschickt und macht dann eine Bahnsteigwende halt. Ja, gerade deswegen, weil ich euch das zeigen möchte, machen wir das auch. Ansonsten würde ich mich jetzt hier direkt auf dieses Gleis hier positionieren. Da fährt der auch ab um 40. Aber ich versuche mal hier ein bisschen Verspätung rauszufahren bis zum Hauptbahnhof. Wir haben 5 Minuten Zeit, sind jetzt um 28 da abgefahren. Das heißt, um 33 hätten wir den Fahrplan gehalten. Mal sehen, ob ich daraus 32 machen kann. Dann hätten wir wenigstens eine Minute reingefahren. So, dann machen wir schon mal. Eigentlich wartet man in Realität erstmal ab, bis die Ansage abgespielt ist. Und dann wechselt man sein FIS auf nicht einsteigen, weil sonst wird die Ansage nicht abgespielt. Ist logisch. Nächste Station, Essen Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den anderen S-Bahn-Linien sowie zum Regional- und Fernverkehr. Es besteht Übergang zur Stadtbahn. Diese Zugfahrt endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Vielen Dank für Ihre Fahrt mit der S-Bahn Rhein-Ruhr. Es geht irgendwie anders, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Next Station, Essen Main Station. Main Station. Change here to the other S-Bahn lines or for the regional and long distance trains. Exit to the left in the direction of travel. This train terminates there. Please alight. Das war sogar die Ansage von National Express. Ich finde von National Express, ja, ist auch ein bisschen klar, das ist das einzige Unternehmen, was die Ansage auf Englisch richtig gut macht. So von Ingo Ruf oder etc., was es gibt, das klingt so richtig komisches Englisch. Und das sage ich als eine Person, die nicht mal Englisch kann. So, versteht ihr, was ich meine? Das klingt einfach schon komisch. Das ist ja wahrscheinlich der nach Minden. So, damit kein Idiot am Bahnsteig, tut mir leid für meine Wortwahl, denkt, ah, eine S1, ich steige da mal ein. Okay. So, dann machen wir mal das Fahrgastlicht aus. Ja. Oh, wir haben 32 wirklich erreicht. Das heißt, ich habe jetzt gerade eine Minute rausgefahren. Gut, jetzt weiß ich auch, wie das klappt. Bisher habe ich noch nie eine Minute hier rausgekriegt. Aber desto umso schöner, meine ich. Ja gut, das ist halt typisch KI. Sehr geehrte Fahrgäste, dieser Zug endet an diesem Bahnhof und fährt in wenigen Minuten in die Abstellung. In der Abstellung gibt es keine Ausstiegsmöglichkeit. Bitte steigen Sie aus. Sehr geehrte Fahrgäste, die S1 in Richtung Solingen dürfte dann in wenigen Minuten hinter uns sein. Bitte steigen Sie aus. Der Zug endet hier. Ja, tak, 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 tak. So. Jetzt müssen wir uns beeilen, weil wir fahren in 8 Minuten vom Gleis links neben uns ab.
Ich hoffe, dass das Ganze auch klappt. Und dann werde ich euch gleich auch mal was zeigen. Wir fahren hier jetzt mit 25, weil wir haben hier ab hier Rangierfahrt. Ich bleib mal auf der 20, weil ich mir nicht sicher bin, ob hier ein 500er 500 Hertz eingebaut ist. Ach, den haben wir ja schon überfahren. Anscheinend nicht, aber müsste eigentlich. Aber das ist ja wahrscheinlich halt, weil das eine alte Strecke ist. Auf anderen Strecken ist das umgesetzt, aber das ist halt eine ältere Strecke, deswegen ist das noch nicht funktionär mit der mit Befehl 40 und allem. Und man muss natürlich das Signal quittieren. Alter, ist das komisch. Ja, wie auch immer. Wir haben hier jetzt 25. VMAX 25. Das ist doch ein guter Moment für ein schönes Bild. Oder was meint ihr? Och, och, och. Sehr, 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 sehr schön. Wo man merkt, es erwartet uns gleich sehr wahrscheinlich ein Regen. Am besten jetzt schon mal die S1 nach Dortmund umschildern. Wobei ich will noch mit dem FIS S1 nach Essen ein Bild machen. Das wird sehr wahrscheinlich unser Fund-Mail Phantombild. Boah, sieht das geil aus. Leute, was meint ihr? Was meint ihr? Sollen wir das als Phantombild nehmen? Boah, ist das geil. So, dann schildern wir mal um. Nach Dortmund. Boah. Ja, ich kann hier jetzt. Ich bin halt ich, aber ich will hier nicht. Ich will hier alles regelgemäß machen. Weil sonst würde ich hier. Alter, wir haben hier VMAX 25. Nein, aber das finde ich auch gut, dass es im Spiel umgesetzt ist. Aber nein, gerade hätten wir noch so 40 ausfahren können bis zu dieser Weiche. Jetzt haben wir Essen, Hauptbahnhof mit 11 Minuten Verspätung erreicht. Ich gucke mal nach unserem anderen Fahrplan, weil ich muss das auch im DB-Navigator jetzt umändern dementsprechend. Also um 14:39 Uhr, scheiße. Es gibt nämlich welche, die fahren zur vollen Zeit ab. Also um 40. Aber ich glaube, das ist nur der um 10 abfährt. Also es fährt eine S-Bahn um 10 ab und eine um 39. Würden wir die um 10 nachfahren, also eine halbe Stunde früher oder eine halbe Stunde später, dann hätten wir das geschafft, pünktlich. Aber ich denke mal, wir fahren mit einer Minute Verspätung ab. Ja, ich denke, das reicht auch. Jetzt wende ich einfach mal schnell. Habe irgendwie so wenig gemacht, dass ich denke, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Wir hatten gerade 4:22:047. Was mir aufgefallen ist und was auch richtig sneaky war, dass die S1 nach Solingen einfach den 048 hatte. Das heißt, theoretisch das Geschwisterfahrzeug von dem vorderen und jetzt von dem hinteren. Und wir haben hier 029, ist schön. Ordentlich viel Verkehr. Gefällt mir. Da ist auch der Solinger. Zack, einmal in die Notbremsung.
und dann Fahrdienstleiter kontaktieren. Jetzt stelle ich die Strecke schon mal bis Dortmund, bis Bochum. Oder ne, wir stellen die tatsächlich bis Dortmund. Dann brauchen wir in Bochum-Ehrenfeld nichts quittieren. Demnach können wir da auch ein paar Sekunden rausfahren. Ich werde euch gleich erklären, warum ich das jetzt so mache. Ja, wir müssen hier den Fahrdienstleiter kontaktieren. Ja, der wird uns erst lassen, wenn wir zum Stillstand kommen. Das ist so typisch Sandbox-Modus. So. Dann stellen wir mal um. So, wir hatten gerade ein helles Bildschirm. Dann nutzen wir jetzt das dunklere Bildschirm. Ich weiß ja nie wirklich, was euch dann mehr gefällt. Mir gefällt auf jeden Fall das hellere. Aber für die Abwechslung machen wir das mal so. Ich glaube, wir können noch einmal. Ja. Also dann machen wir das, die Fahrgastbeleuchtung an. Seht ihr, warum hier eine Abstellungswende unnötig und nicht sinnvoll wäre? Genau aus dem Grund. Jetzt fahren wir mit, ja gut, ich schaff das mit, wenn wir Glück haben, einer Minute Verspätung ab. Wenn nicht, dann mit 2 Minuten Verspätung. Und das wäre halt der Vorteil gewesen, hätte man dann direkt am Bahnsteig gewendet, ne? Und so wird es auch in der Regel gemacht. Hast du zu viel Verspätung, zieht man dich irgendwie vorher raus oder macht das dir so angenehm, dass du noch Zeit hast zum Wenden. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, nach dem Signal beschleunige ich ein bisschen. Weil das zählt für mich noch als Rangierfahrt. Wir haben hier Ausfahrt mit 100 Kilometer die Stunde oder mit 80. Okay. Ja gut, 2 Minuten Verspätung. Seht ihr, der um 10 nach hätte jetzt, glaube ich, also wäre jetzt pünktlich angekommen, aber wäre mit einer Minute Verspätung abgefahren. Wir fahren ja um 39 ab, deswegen haben wir 2 Minuten. So. Haben wir uns die Kennziffer gemerkt? Ja, 8 für die 80. Ja, ich habe die Strecke gerade so gestellt, wie ich sie gestellt habe, weil die S3, die jetzt vor uns ausgefahren ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber hier stand eine S3 eben. Die ist jetzt vor uns und die hat in Essen Stiel Ost, weil da die Strecke Richtung Hattingen nicht ausgebaut ist, dann eine typische DTG-Standzeit, bis die dann von der KI übernommen wird und dann durch das Portal fährt.
Und in der Zeit hätten wir uns dann Verspätung reingefahren. Und deswegen mache ich das so. Okay, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt, dass wir so umgeleitet werden. Naja, es ist akzeptabel, dass wir so umgeleitet werden. Wie auch immer. Auf jeden Fall, die S3 wird dann... Also ich verstehe die Signalisierung hier nicht. Ich bin ein bisschen confused, weil sonst ist das nicht so. Ah, scheiße. Ja, sonst fahre ich hier und halt hinter der S3 dann rüber. Jetzt fahren wir im Gegengleis. Ja, gut. Das ist mir ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber naja, müssen wir durch. Ja, bis die dann in, durch das Portal gefahren ist oder bis die Freigabe dann durch ist, da kriegen wir 2 Minuten Verspätung, haben wir jetzt auch schon, deswegen wird das ja wahrscheinlich heute auch eine Parallelausfahrt mit der S3. Aber grundsätzlich, wenn man hier pünktlich abfährt, dann sind dann ja 2 bis 3 Minuten an deiner Backe. Deswegen, um das hier so gut wie möglich zu umgehen, habe ich das jetzt so gemacht, dass ich die Strecke gestellt habe, wie ich die gestellt habe. Normalerweise fahre ich hier hinter der S3 auf der ganz normalen Strecke, also hier ganz seitlich. Und das passt auch so. Aber jetzt habe ich nicht beachtet, dass das so gestellt wurde. Haben wir hier nicht Vormax 120? Komisch. Ja, wie auch immer. Nächste Station, Essen, Steele, Ost. Nächste Station, Essen, Steele. Richtung Wuppertal, bitte in die Linie S9 umsteigen. Es besteht Übergang zur Stadtbahn. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Ich weiß nicht, warum wir hier Vormax 80 haben. Weil in die Gegenbahn ist hier Vormax 120. Naja, wie dem auch sei. Ich glaube 80, weil wir hier einen Gleiswechsel haben. Und weil das hier nicht angezeigt werden kann. So, jetzt, oha, wir haben 1 Minute Verspätung rausgefahren, ja. Wir haben hier Ankunftszeit und Abfahrtzeit um 44. Und sind hier jetzt um 45 an- und abgefahren. Finde ich cool. So. Was meint ihr? Ist das ein schönes Bild? Ist das ein schöner Moment, ist das ein schöner Moment, um ein, oh, wow, ein Bild zu machen? S1 umgeleitet. Ja, wie auch immer, in Realität ist das tatsächlich auch schon mal so passiert und vorgekommen. Jetzt nicht, weil die S3 zwingend in Realität in ein Portal fahren musste. Nein, weiß ich warum, aber es kommt tatsächlich wirklich so vor, dass die S1 dann auch hier über die Gegenbahn fährt und dann hinten, ja, ganz normal wieder über die normale Strecke. Die S3 hat noch keine Abfahrt und weil ich Lust auf eine Parallelausfahrt habe, machen wir das mal. Dass wir hier ein bisschen Gummi geben. Jetzt sind wir aus der Hauptleitung rausgefahren, fallen.
Nächste Station, Essen-Stehle. Ausstieg, Endfahrt. Jetzt sage ich Essen-Stehle. Ja, ihr wisst, was ich meine. Alter, ich fahre ja wirklich wie ein Assi rein. Ja, die S3 hat schon Abfahrt. Das wird sehr wahrscheinlich nichts. Ja, seht ihr, wenn ich pünktlich gewesen wäre, dann wäre das hier eine schöne Parallelausfahrt gewesen. Aber der hätte uns jetzt bis 47 hier das Gleis blockiert. Und ja, dann hätten wir 2 Minuten Verspätung gehabt bei der Ankunftszeit. Ja, den kriegen wir jetzt nicht mehr ein. Oh, war eine knappe Bremsung. Hier ist zwar Ausfahrt mit 90 Stunden die Kilometer. Ich höre auf damit. Ich sage die ganze Zeit Stunden die Kilometer. Nein, aber wir bleiben mal auf den 50 km/h. Weil das mir hier weichentechnisch eher wie so eine 40er Weiche aussieht. Aber 50 relativ in Ordnung sind. Hier kannst du doch niemals mit 90 lang fahren. Nein, glaube ich nicht. Allein wie der Zug hier in die Kurve geht. In Realität muss das der 40er Weiche sein. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Wir haben in Essen-Eiberg Ankunftszeit um 48 und Abfahrtzeit um 49. Vielleicht haben wir die Verspätung bis hier rausgefahren. Auf der Hinfahrt in Richtung Essen war Verspätung rausfahren relativ schwierig. Dafür ist hier in die Gegenrichtung das eigentlich relativ gut möglich. Haben wir jetzt 2 Minuten losge sind ja jetzt 2 Minuten losgeworden. Halten wir mal hier an der Treppe. So lang ist der Bahnhof nämlich. Das ist so mein typischer Haltepunkt an diesem Bahnhof, weil ich hier schön einsehen kann, falls hier jemand hochkommt und mich fragen möchte, ob der Zug da und darüber fährt, ob der vielleicht in Richtung Essen fährt oder es die falsche Richtung ist. Man muss ja nicht bis zum Bahnsteigende laufen. Und auch Bahnsteigtechnik passt das relativ gut mit der Halteposition. Wann sind wir gerade abgefahren? War das um 50 genau oder noch 49? Ich hab nicht drauf geachtet. Wie auch immer, wir haben jetzt 0,5 Minuten Verspätung, also eine halbe Minute. Ich denke aber, gleich haben wir die Verspätung super rausgefahren. So wie es im Fahrplan aussieht, also ich gucke jetzt für Freitag, den 24. November 2023, weil wenn ihr jetzt mal hier aufs Hard guckt, es ist auch der 24.11., habe ich extra so eingestellt. Hier steht jetzt auf dem Fahrplan Halt in Wattenscheid-Höntrop um 14:52 Uhr und dann der nächste Halt Bochum Hauptbahnhof. Ist das so regelkonform, dass der Kurzläufer nicht in Bochum Ehrenfeld hält, Richtung Bochum, Richtung Dortmund? Weil Richtung Essen weiß ich, dass er da hält. Oder war es vorhin auch der Grund, weswegen wir die Verspätung nicht rausgefahren haben, weil der da nicht hält? Weil wenn er da nicht hält,
Ist das sogar für den Fahrplan ätzender, wenn ich dann daran vorbeifahre mit 50 wegen der Weiche und dann mit 60 wegen der Weiche zurück? Da gucke ich einfach nächstes Mal nach. Aber ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben. Tut mir leid, ich bin etwas müde. Moin. Nächste Station, Wattenscheid-Hentrop. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Geben wir den Kollegen mal Lichthupe. Grüß Gott. Und das ist der geilste Moment zwischen Kurzläufer und normaler Bahn. Hier treffen sie sich immer. Auch wenn ich den Kurzläufer nach Essen fahre, wenn ich pünktlich bin, dann treffen sie sich auch hier. Also der kommend aus Solingen steht dann hier auf dem Gleis, wo wir gerade stehen, und wir nach Essen drüben. Ich hoffe, ich habe gut gehalten. Ich orientiere mich nämlich an diesem Wattenscheid-Hüntrop gewöhnlicherweise. Aber ich denke mal, das ist ein bisschen schlecht gehalten, schlecht geschätzt. Boah, das ist echt maximal schlecht geschätzt. Leute, in Essen-Steele war ja schon knapp. Aber jetzt hat es uns erwischt. Tatsächlich. Ach, das war genau hier zwischen. Ich habe mich jetzt irritieren lassen vom Gegenzug. Ich war der Meinung, dass wir schon im Bahnhof stehen. Naja, wie auch immer. Ja, 53 hier abgefahren. Heißt jetzt eine Minute Verspätung. Die kriegen wir irgendwie nicht raus. Junge Dame, wohin geht's denn mit Ihnen? Ja, ich rede mit Ihnen. Also so fühlt sich eine Fahrgastmitfahrt im Crane Simworld 4 an. In 56 in Bochum ankommen. Bochum 56 ankommen und 657 abfahren. Ich denke, wir kommen um 57 an und fahren da auch ab. Ist machbar. Nächste Station, Bochum Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Es besteht Übergang zur Stadtbahn. Richtung Hagen und Iserlohn bitte in die Linien RB40 oder RE, keine Ahnung, umsteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Weil es auch wieder Weihnachtszeit. Tatsächlich nehme ich das Video am welchen haben wir denn heute? Am 17. November auf. Also eine Woche bevor das Ganze hier passiert. Das heißt, ich bin ein Wahrsager. Nee,
Grüß Gott. Man bremst immer ein. Meine Damen und Herren, wir erreichen dann Bochum Hauptbahnhof pünktlich auf Gleis 8. Ich verabschiede mich von den ganzen Fahrgästen, die dort aussteigen, und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ladies and Gentlemen, we arrive in little seconds. Bochum Main Station on Platform 8. We say goodbye and thank you for travel with DB Regio. Ich habe euch immer gesagt, mein Englisch ist grauenhaft. Seht ihr? Das ist ein viel, viel angenehmeres Fahrgefühl, wenn du hier nicht auf ein haltzeigendes Signal auffährst. Man kann ja grundsätzlich sagen, hier ist halt dies und das. Leute, wir haben die Verspätung rausgefahren. Ich bin so glücklich. Das freut mich jetzt ultra. Ja, dann machen wir auch die Türen zu. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Cold Magix.